Hi meine Lieben! Ja, ich habe hier wieder einen DM-Haul für euch und ich war erstaunt, dass es einige Sachen gab, von denen habe ich noch überhaupt gar nichts mitbekommen. Also dass Essence und Catrice neue Sachen und das Sortiment umgestellt haben, das haben jetzt, glaube ich, fast alle mitgekriegt. Aber auch P2 hat einiges nochmal verändert, vor allem im Nagellackbereich. Und das sind mir richtig tolle Nude-Töne aufgefallen. Das sind zum Beispiel diese drei hier. Ich glaube, es waren vier Farben oder fünf. Ich habe mich auf jeden Fall für diese drei hier entschieden. Die fand ich so am schönsten. Die sehen sich alle sehr, sehr ähnlich. Aber so ein Hauch in eine jeweils andere Farbe geht das. Zum Beispiel habe ich hier die Nummer 030 Skin. Das ist so ein Nude-Ton, der ein bisschen ins Peach-Farbene geht, aber nur so einen kleinen Hauch. Dann habe ich die Farbe 010 Nude. Der geht so ein leichtes bisschen ins Rosé-Lila-Farbene. Und dann einmal den 020 Silk. Das ist einer, der so einen Hauch Taupe mit drin hat, finde ich. Und ich trage die auch gerade auf meinen Nägeln und ich finde die so schön. Ich habe die jetzt immer abwechselnd lackiert und ich werde euch alles auch nochmal näher einblenden. Ich finde das so super schön, weil die eben alle die gleiche Farbe haben, aber so ein Hauch jeweils ihre eigene. Also in Taupe, in Rosé, ins Peachige. Und das finde ich so edel und so schick und schön und ich liebe es sowieso nude im Moment wie noch was, egal bei was. Ob Klamotten, ob Make-up, alles Mögliche, was so Rosé-Nude-Farben ist. Darauf fahre ich gerade total ab. Und dann hatten sie auch noch andere neue Lacke und die nennt sich Satin Supreme. Und die haben so ein, ja, so ein Satin-Schimmer, also so halb matt, halb glänzend, so ein Mix daraus. Und da habe ich mir einmal diesen rosanen Ton in der Farbe 060 Queenly Rose geholt. Und einmal die Farbe 020 Sweet Elegance. Und das hat so einen Peach-Einschlag. Sieht sehr schön aus. Also das ist eben so ein, ja, so ein Glanz, so ein Schimmer, wo aber trotzdem noch ein Tick matt mit dabei ist. Dann geht's weiter mit Nude-Sachen und zwar mit diesen Maybelline Lippenstiften. Das sind die aus der Color Sensational Strip Nudes Reihe. Die werden jetzt ja auch so ein bisschen gehypt und an manche ist es gar nicht so leicht ranzukommen. Da sind total viele Stände auch immer ausverkauft. Und ich habe jetzt zwei Farben. Einmal die Nummer 732 Brazen Beige. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Und sieht so aus. Ist ein hellerer Ton. Und einmal die Farbnummer 725 Tantalizing Taupe, glaube ich, wird das ausgesprochen. Der ist ein klein bisschen dunkler, sieht aber auch wirklich wunderschön aus. Und ja, Nude ist im Moment total bei mir. Oh, ich liebe es. Und dann habe ich mir noch von Essence den Lip Liner in der Farbnummer 11 in the Nude gekauft. Das ist auch der, den ich gerade auf den Lippen trage. Der wird ja auch so ein bisschen gehypt und ich dachte mir, probierst du den einfach mal aus für den Preis. Und das ist eben so ein dunkleres Nude, aber irgendwie finde ich das auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Lidschatten geholt aus dem Catrice-Sortiment mit der Farbnummer 570 Plum Up the Jam. Und das ist so ein braun, ja, mit Lila-Einschlag, so pflaumemäßig noch, ziemlich dunkel und sieht auch sehr hübsch aus. Hier habe ich mal ein Balea Deo nachgekauft. Das ist die Sorte Pink Flame. Und ich liebe das über alles. Und ich glaube, das ist schon meine vierte oder fünfte Flasche. Und ich liebe diesen Duft einfach. Es sollte ein Parfüm geben oder eine Bodylotion, wo danach riecht. Ich liebe diesen Duft. Dann habe ich noch eine richtige Bodylotion gekauft. Das ist das Balea Softöl Balsam. Und das erlebt ja jetzt auch so gerade so einen kleinen Hype irgendwie. Und dann wollte ich es auch mal ausprobieren, wenn alle so davon schwärmen. Und die Pflegewirkung ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber viele schwärmen ja auch von diesem Duft. Und der Duft ist irgendwie gar nicht meins. Also es ist so dezent und riecht so typisch cremeartig. Aber auf der Haut gibt das dann so ein, ich weiß nicht, so wachsig riecht das dann irgendwie. Und so fühlt es sich danach auch an. Also für trockene Schienbeine oder Ärmel oder so ist es richtig gut. Aber der Duft haut mich nicht um. Also der ist nicht spektakulär, der ist so ein komisches, ja, so ein wachsiges Duft-Gefühl-Mix ist das so.
Also vom Duft kann ich da jetzt nicht wirklich schwärmen, aber von der Pflegewirkung ist es ganz gut. Dann habe ich mir diese neue Mascara gekauft von L'Oréal Paris, die Mega Volume Miss Manga Mascara. Die hat ja auch schon mal wieder so ein schickes Design. Und damit habe ich heute auch meine Wimpern getuscht. Und ich habe das jetzt schon, ich glaube, dreimal ausprobiert. Und die hat so ein lustiges Bürstchen. Also das knickt hier immer ab. Und wenn man sich die Wimpern tuscht, denkt man, man berührt gar nicht die Wimpern. Also das ist so ein ganz weiches, schwingendes Gefühl. Also als würde das irgendwie so abprallen voneinander. Man kann es echt schwer beschreiben. Und sie tuscht wirklich schön, sie trennt schön, sie verlängert schön. Das Einzige, was ich an ihr nicht so toll finde, ist, dass sie den Schwung nicht hält. Also ich biege öfter mal meine Wimpern mit der Wimpernzange und ich finde nicht, dass sie den Schwung hält. Also die gehen dann wieder relativ gut nach unten und bleiben nicht oben. Ich kenne das halt auch eher von wasserfesten Mascaras, dass die das einfach super machen, wie die von Maybelline meistens. Und die kann es nicht. Also sie gehen wieder runter und sie hält den Schwung nicht. Das ist voll schade. Also wenn sie das noch in wasserfest haben würden und dass es dann den Schwung hält, wäre die wirklich ein Traum. Also die ist richtig gut, nur eben der Schwung, die gehen halt wieder nach unten, ja. Sonst wäre sie echt super. Dann habe ich meine Reinigungstücher von Nivea nachgekauft. Ich liebe den Duft, ich liebe, dass sie feucht genug sind, aber nicht zu nass, also so einen guten Mix. Und ich mag das Gefühl danach auf der Haut und ja, deswegen kaufe ich die jetzt öfter mal nach. Dann habe ich diese Lip Butter hier, aber mir fällt gerade auf, die war ja vom Rossmann, nicht vom DM. Aber na gut, ich habe ja auch schon seit Monaten diese Lip Butters und ja, jetzt habe ich halt nochmal eine nachgekauft. Diesmal gibt es die wieder neu, also und eingeschweißt. Vorher gab es die nur so, ohne dieses Eingeschweißte hier. Jetzt gibt es die wieder so in Himbeere und einmal in Macadamia Vanille. Und ja, die sind einfach super, die pflegen schön die Lippen und ich liebe die auch vom Geruch her. Also kann ich nur empfehlen. Aber gibt es, wie gesagt, momentan immer noch nur bei Rossmann. Ich weiß gar nicht, warum da DM nicht mitzieht irgendwie. Muss man nicht verstehen. Dann habe ich mir Fusselrollen nachgekauft vom DM. Ich hatte ja die vom Primark und da habe ich auch noch meine andere. Also eine ist leer und eine habe ich noch. Aber man muss echt sagen, die Qualität von denen hier vom DM sind echt besser. Also ich bin froh, dass ich einmal die vom Primark gekauft habe, dann kenne ich den Unterschied. Und diese Hülle, wo man das reinsteckt, die habe ich ja auch, die passt auch zu dem wunderbar. Und ich habe mir jetzt einfach die nachgekauft, die sind einfach besser vom Abziehen, von diesem, ja, von diesem Blatt einfach, das andere, das reißt und reißt mehrfach ein und so. Und bei DM-Produkten, also bei dem hier ist es eben nicht so. Und deswegen, da waren zwei drin und eine habe ich schon auf meine Fusselrolle drauf. Und ich kann die echt nur empfehlen, die sind richtig gut. Dann habe ich mir noch eine Klimastrumpfhose gekauft. Ist ja auch total beliebt im Moment. Und ich wollte, die hat 70 Dehn, also so nicht ganz durchsichtig, aber auch nicht richtig schwarz, so ein Mittelding. Aber ein bisschen eher noch ins Dichtere. Und die soll halt gut dafür sein, dass wenn es kalt ist, dass es angenehm ist. Und wenn es wieder wärmer wird im Laufe des Tages zum Beispiel, dass es dann auch noch angenehm ist und man nicht so arg schwitzt oder so. Und bis jetzt finde ich die ganz gut. Also ich schaffe es immer, irgendwo hängen zu bleiben, irgendwo dagegen zu rennen. Ich bin so ein kleiner Trottel teilweise. Und ich reiß da alles auf. Also ist ganz schlimm. Und die hält richtig gut. Also da reißt nicht so schnell was ein. Und ja, ich finde die richtig gut. Es könnte dieselbe nochmal einen Ticken durchsichtiger geben. Also irgendwie so 60 Dehn oder 40 Dehn oder so. Dann würde ich mir nochmal so eine holen. Und ansonsten, die sitzt richtig gut auf dem Schritt her, dass die lang genug sind. Und ja, also ich mag die bis jetzt sehr gerne. Dann habe ich wieder einige von meinen geliebten Sojadrinks mitgenommen. Ich merke einfach, dass mir das noch viel besser schmeckt wie normale Milch. Und ich glaube, ich kriege so eine leichte Unverträglichkeit gegen mich irgendwie. Ich kriege dann immer Magenweh. Ist ganz komisch, weil normalerweise habe ich das nicht so. Aber das hier schmeckt für morgens fürs Müsli mit Haferflocken so lecker. Und das ist eigentlich so mein Liebster. Ich habe schon verschiedene Sojas ausprobiert, aber der Sojadrink von Alnatura bleibt und ist mein Favorit. Und ja, deswegen kaufe ich hin und wieder immer diese hier. Dann wollte ich euch das hier noch zeigen. Das sind Seeberger Datteln. Und ich liebe die. Also die sind entsteint und sind richtig lecker. Also das ist so mein Süßigkeiten-Snack für zwischendurch mal.
wenn ich keine Lust auf Schokolade habe, was allerdings selten vorkommt. Aber so als fruchtiger Süßkram oder so zwischendurch ist das halt richtig toll. Ich hatte auch schon Mangostreifen und so und das war echt eklig, also die gingen gar nicht. Aber das hier ist halt richtig toll. Die sind so ein bisschen matschig teilweise innen und ich liebe das. Die sind richtig, richtig süß und machen auch total süchtig. Und ja, also die kommen jetzt auch immer öfter in mein Einkaufskörbchen bei DM. Ja, das war's jetzt mit meinem DM-Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!